ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Und mit dieser wunderbaren Frage sage ich Moinsen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Vampirfreund. Wir sind hier mit Regis, wir versuchen Detlaff, das Monster von Toussaint, ausfindig zu machen, um herauszufinden, warum er die Leute, die er getötet hat, tötet. Die scheinen ja alle zu einer Ritterschar gehört zu haben, die auf Reise waren. Und die Geschichte hat das so ein bisschen angedeutet. Wahrscheinlich haben die irgendwann sich eine größere moralische Verfehlung geleistet. Und Detlaff ist ein sehr moralisch aufrechter Vampir und scheint jetzt dafür zur Rechenschaft gezogen zu haben. Aber ein Opfer steht noch aus und wir wissen nicht, wer das ist. Wir wissen nicht, ob es noch einen Ritter gibt, der zu dieser Schar gehört oder ob er sich jemand anderen ausgesucht hat. Ja, das müssen wir rausfinden. Deswegen versuchen wir, sein Versteck aufzuspüren mit Hilfe von Gewebegedächtnis. Doch so rum, stimmt schon. Und Regis hat jetzt seine gefiederten Freunde, die Krähen, ausgeschickt, um einen gefleckten Wicht, war es, glaube ich, Spotted White, ausfindig zu machen. Oder ein Kobold oder ein... Es war noch irgendwas. Kobold, weiß ich nicht mehr. Ihr wisst das im Zweifelsfall noch besser als ich. Ja, und der Rabe ist gerade zurückgekehrt und dann schauen wir mal, ob der irgendwas gefunden hat. For as I know, none. Now what you got for me? You were right. No kobolds or mamoons for Länder. Miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. Hmm. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. Hm. Ja, dann, ja, was für ein Fluch? Was weißt du? Weißt du noch mehr über den Wicht? Ja, keine Ahnung. Wir schauen mal. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. Hmm. I believe it had a relation to hunger, or, no, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Okay, danke. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt. I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. Hmm. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct. And a curse. In one place. That a coincidence? Or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember, we need the White's saliva. Nothing beyond that. Okay. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in spoons. Spoons? What? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Well, perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Also geht's doch Hunger. Na gut, wir machen uns mal auf den Weg zu diesem Wicht. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. Na, vielleicht müssen wir das Ding later. Nicht umbringen. Later. I shall start by perusing some tomes. Was? Tomes? Thought you were gonna make this decoction. Dachte ich auch. Require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative.
All right. Good luck. And to you, my friend. Oha, wir brauchen noch eine finale Zutat, die schwer zu beschaffen ist. Da freue ich mich ja schon drauf. Ah. Reges Charaktereintrag wurde... aktualisiert und wir haben jetzt den Fleckenwicht in unserem... Barnabas haben wir hier nochmal. Den haben wir natürlich schon abgehakt. Der Einsiedler am Lac Selavie, ja. Der Einsiedler, der auf der Insel im Lac Selavie lebte, wurde zum Wächter über die fünf Tugenden. Nochmal. Der Einsiedler, der auf der Insel im Lac Selavie lebte, wurde zum Wächter über die fünf wichtigsten Tugenden. Dieser rechtschaffene Mann wachte über die Felsen, in die diese Tugenden eingraviert worden waren, und erlegte jedem Ritter, der vorbeikam, eine Prüfung auf, in der sie zeigen sollten. Dass sie die Tugenden verkörperten. Als der Hexer auf die Insel kam und den Einsiedler traf, war ihm, als wäre dies nicht ihre erste Begegnung. Erst später sollte er erfahren, wie recht er hatte. Ach, danke, Spoiler wieder hier. Dass sie es nicht hinkriegen, das spoilerfrei zu machen, das ist... So, wir schauen mal. Oha. Hier scheint es weiter zu gehen. Geralt suchte den Mère Lachaise-Long-Friedhof und die Krypta auf, in der Regis nicht nur wohnte, sondern die er auch in eine gut ausgestattete Alchemistenwerkstatt umgewandelt hatte. Sie begannen sich zu beratschlagen. Regis war der Ansicht, dass sein Freund in großen Schwierigkeiten steckte. Als sie merkten, dass sie ähnliche Ziele verfolgten, wollten sie sich zusammentun und gemeinsam den Vampir Detlaff ausfindig machen, der sich im Herzogtum inzwischen als das Biest von Beauclair einen Namen gemacht hatte. Geralt erfuhr auch, wie Regis wieder in die Welt der Lebenden zurückgefunden hatte. Niemand anders als Detlaff, den sie suchten, hatte ihm dabei geholfen. Vor diesem Hintergrund bestand Regis auf eine friedliche Lösung für das Detlaff-Problem. Ja, das hatten wir schon im Lagerhaus da geklärt. Ja, Geralt und Regis waren beide der Meinung, dass sie Hilfe benötigten, um Detlaff zu finden und ihnen der Trank der Resonanz dabei behilflich sein würde. Um ihn zu brauen, benötigte Regis Körpergewebe des zu verfolgenden Objekts. Glücklicherweise hatte Geralt zuvor eine abgetrennte Hand gefunden, die dem Mörder gehörte. Als weitere Zutat wurde für das Brauen des Tranks der Resonanz der Speichel oder die Speicheldrüsen eines Fleckenwichts benötigt. Regis informierte den Hexer, dass sich eine solche Kreatur in der Gegend aufhielt, und schickte ihn los, um sie zu jagen. Ja, die Hand, die hat ja noch so unheimlich gezuckt, ne? Also, weiß ich auch nicht, was da noch passieren wird. Insektoide, was haben wir denn da neu gefunden? Ach, was, die Kikimoren? Dann gucken wir mal. Der alte Trottel kam grün und blau zurück und behauptete, er sei im Wald von Kikimoras angegriffen worden. Das kann er seiner Großmutter erzählen. Seine Kumpels haben ihm das Fell gegerbt, weil er sie beim Gewind betrogen hat. Wären es Kikimoras gewesen, so wäre er jetzt tot und ich hätte endlich Ruhe. Lavinia, Frau eines Tavernenwirts aus Beauclair. Kikimoras leben in Kolonien, wie kleinere Insektenarten, Ameisen beispielsweise. Eine Kikimora-Kolonie hat eine Königin und weist eine Sozialhierarchie auf. Kikimora-Arbeiter erledigen die Nahrungsversorgung des Nests, Kikimora-Krieger verteidigen das Nest gegen Angreifer. Und die sind wirklich fies. Hier wird uns Igni empfohlen tatsächlich und weißer Honig, ne? Klar, den hatten wir auch benutzt. Ein einzelner Arbeiter stellt selbst für schwache Personen oder Kinder keine Gefahr dar. Allerdings sind Begegnungen mit einzelnen Exemplaren selten. Kikimora-Arbeiter bewegen sich üblicherweise in Gruppen von rund einem Dutzend Individuen. Die einzige Verteidigung eines normalen Menschen gegen einen Schwarm Kikimoras besteht in sofortiger Flucht, auch dies ohne Garantie. Die sind nämlich richtig, richtig schnell. Kikimora-Krieger. Dann rief die Kikimora-Prinzessin all ihre loyalen Schwestern zu sich und es ging los. Gemeinsam stürzten sie sich auf den Feind, der ihre Königin bedrohte, die Kikimora-Prinzessin und die Bergriesen. Cornelius Briggs, Fragment eines Zwergenkindermärchens. Naja, klar, ne, wenn die graben, dann haben die mit Zwergen wahrscheinlich öfter mal Beef, weil Zwerge ja auch gerne graben. Wie genau Kikimoras miteinander kommunizieren, ist nicht bekannt. Autopsien sind aufgrund der starken Giftigkeit der Exemplare nicht durchführbar. Gelehrte haben immerhin herausgefunden, dass Kikimoras offenbar keine erkennbaren Ohrmuscheln besitzen. Die Amateurforscher Graf Di Salvares
den haben wir ja schon getroffen, hat in seiner Abhandlung mit dem Mikroskop unter Monstern die Theorie geäußert, dass Kikimoras über ein hochentwickeltes Geruchssystem verfügen und mit Hilfe von Schwebepartikeln kommunizieren, die für den Menschen nicht zu erkennen sind. Eine Bestätigung oder Widerlegung der Theorie steht noch aus. Weiße Witwen, ja, Irdene, hat super geklappt, Insektoidenöl, ja, wahrscheinlich auch. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Sie sah aus wie ein Riesentausendfüßler, aber sie war weiß, schneeweiß. Bericht von Dr. Vittorius de la Vega nach seiner ersten Sichtung einer weißen Witwe. Diese seltene Riesentausendfüßler-Spezies lebt unterirdisch und verdankt ihren Namen ihrer ungewöhnlichen weißen Färbung. Sie verfügt wie der Riesentausendfüßler über einen harten Chitinpanzer und zahlreiche krumme Gliedmaßen, die daraus hervorragen. Manche Gelehrten züchten diese Kreaturen unter Laborbedingungen wegen ihres Albumins, das eine ausgezeichnete Basis für Mutagengetränke darstellt. Echt? Macht es jemand, ja? Ja, wusste ich gar nicht. Was haben wir hier jetzt noch? Wir haben den doch gerade abgehakt. So, Nekrophagen. Der Fleckenwicht, ein Nekrophag also. Oh, der sieht aber fies aus. Was hat denn der auf dem Kopf? Eine alte Krone? Eine Löffelkrone. Das ist eine Krone aus Löffeln gebastelt. Geiler Scheiß. Der Nekrophagenöl natürlich Igni und Irden. Die beste Verteidigung gegen Fleckenwichte besteht in Ruhe und Stille. Abhandlungsfragment über Fleckenwichte von Roderick Gilligan. Fleckenwichte sind eine von Hexern praktisch ausgerottete Unterform der Wichte. Sie sind größer als ihre fleckenlosen Verwandten und verdanken ihren Namen den zahllosen Flecken und Absonderungen ihrer Haut. Fleckenwichte leben meist auf alten Friedhöfen und fernab in der Wildnis. Es kommt jedoch auch vor, dass sie in verlassenen menschlichen Behausungen unterkriechen. Ihre größte Leidenschaft besteht darin, sich aus ihren eigenen Absonderungen eine Suppe zu kochen. Wenn man sie nicht stört, sind sie nicht sehr aggressiv. Fühlen sie sich allerdings bedroht, können sie sehr gefährlich werden. Bei tiefen Temperaturen fallen sie in eine Art Winterstarre. Manche sagen, Hexer hätten eine todsichere Art gefunden, Fleckenwichte zu überwältigen. Sie soll etwas mit dem klugen Einsatz des Irdenzeichens zu tun haben. Aber vielleicht ist das auch nur Hexergarn. Bei tiefen Temperaturen verfallen die in eine Art Winterstarre. Das ist natürlich cool. Dann könnten wir ja unser gepimptes Dingsbums benutzen. Ihr wisst schon, ne? Das Dingsbums. Ach, hier haben wir Detlaf immer noch. Na gut. Unser gepimptes Artzeichen können wir doch da benutzen, würde ich behaupten, oder? Sollten wir das vielleicht mal ausprobieren? Ah, wir sind schon fast auf der nächsten Stufe. Mann, Mann, Mann. So, wir gucken mal. Unser Artzeichner hat ja die... wird das Artzeichen gewirkt, besteht eine Chance von 25%, den Gegner einzufrieren. Niedergestreckte Gegner, die eingefroren werden, sterben sofort. Gegner, die nicht eingefroren sind, erleiden 3708 zusätzlichen Schaden. Das ist mega nice. Das ist viel geiler als der tödliche Konter im Prinzip, wenn man denn das Art benutzen möchte. Ich würde sagen, wir machen das mal. Wir aktivieren mal diese Mutation. Und dann schmeißen wir hier drüben das Art mit großer Reichweite rein. So, hier oben. Ach, jetzt wollte ich gerade noch mal gucken. Was brauchen wir denn überhaupt noch, um hier unten das freischalten zu können? Dazu brauchen wir noch 4 Fertigkeitenpunkte. Ach du Schande. Und 3 große blaue Muttergene. Okay, gut, die können wir uns basteln, ist kein Problem. Ah, 4 Fertigkeitenpunkte noch. Boah, das ist eine Menge. So, wir brauchen also auf jeden Fall Nekrophagenöl. Und Nordwind ist leider aus. Ich hätte ja gerne Nordwind benutzt. Schade eigentlich. Aber gut. So, 80 Erfahrungspunkte haben wir nochmal bekommen. Die Quest wurde aktualisiert. Ach, die haben wir jetzt bekommen, weil wir den Eintrag gelesen haben. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh, das ist aber ganz schön weit. Schauen wir mal auf die Weltkarte. Wo ist denn das? Ganz da hinten. Oh. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen kleinen Umweg über diese Ortschaft. Die ist auch wesentlich dichter dran. Was gibt's hier drüben? Panther. Hm. Ich habe gerade keinen Bock drauf irgendwie.
Obwohl wir da natürlich unser Art mal ausprobieren könnten. Gegen diese kleinen Pantherchen. So, hier drüben haben wir einen Weg. Was gibt's denn da oben? Da gibt's auch irgendwie ein Haus oder sowas. Ach, das scheint zur gleichen Ansiedlung zu gehören, oder? Ich denke schon. Was ist denn das hier überhaupt für eine Ansiedlung? Ist das ein Weingut? Auch wieder? Das sieht ein bisschen so aus, ne? Ich meine, hier ist alles Weingut. Auch wenn hier drüben natürlich nicht so schöne Sonne scheint, wie in anderen Teilen Toussaints. Ach, hier haben wir auch eine Kneipe. Und ein Wächter. Ja, ich glaube, den brauchen die ja auch. Hier ist er ein bisschen finsterer, diese Ecke. So, aber guck mal. François de Vallée, ich fordere dich heraus. Du lausiger Dichterling, ich habe dein Pamphlet gelesen, in dem du meine Reimtheorie ins Lächerliche ziehst und fordere dich hiermit zu einem Literatenduell heraus. Uiuiui, Nerdduell. Und wenn du auch nur einen Funken Anstand und Mut besitzt, dann erscheinst du beim nächsten Treffen im Hause der Herrin Oriana mit drei Gedichten unterm Arm. Wir werden unsere Gedichte dann abwechselnd vortragen und uns dem Urteil der literarischen Männer und Frauen überantworten, die diesem Treffen beiwohnen werden. Nicht hochachtungsvoll, denn du verdienst keinen Respekt und eine Unterschrift gibt's auch nicht, denn du weißt nur allzu genau, von wem diese Botschaft stammt. Ja, schön. Ortskundiger gesucht. Als Gelehrter der Kaiserlichen Akademie habe ich in den letzten 15 Jahren aller Zeitalter der Elfenkultur studiert. Gegenwärtig untersuche ich den Einfluss alter Elfenarchitektur auf die menschliche Baukunst. Mir ist bewusst, dass der Karoberterwald von der Herzogswache als hochgradig gefährlich eingestuft wird, aber für einen wahren Gelehrten ist die Suche nach Wissen das Wichtigste, wichtiger als alles andere, sogar wichtiger als das Leben. Darum suche ich einen ortskundigen Jäger oder Ritter, der mir den Weg weist und mir seine Klinge leiht, aber bitte nur ernst gemeinte Angebote. Hochachtungsvoll, Johann Mestens. Ich habe einen Geist gesehen. Ich suche nach weiteren Augenzeugen einer merkwürdigen Gestalt im Karoberterwald. Ich würde gern darüber reden, was uns widerfahren ist. Darüber. Ja, das war wahrscheinlich Gunde Gaukelei, den er da gesehen hat, die er da gesehen hat, der Geist. Suche Knappen. Ich werde einen Jungen mit scharfem Verstand und gutem Umgang mit Pferden als Knappen anstellen. Ich bin ein erfahrener Ritter und derjenige, der in meinen Dienst eintritt, erhält die Möglichkeit, nicht nur das Ritterhandwerk zu erlernen, sondern obendrein auch gutes Benehmen. Ha, toll. Gabriel de Pasternak. Suche Gewinnspieler. Da Graf Monnier gewinnt, ruiniert, habe ich beschlossen, ebenfalls ein Turnier auszurichten. Es wird leider nicht ganz so verschwenderisch wie das von Monnier, weil ich nicht so wohlhabend bin wie dieser Halunke. Ich kann euch aber versichern, dass wir im Gegensatz zu Monnier das wahre Gewinn spielen werden. Ohne dieses blöde, skellige Jaki Grafiberg. Hortense-Weingut geschlossen. Beim Angriff grässlicher Kreaturen, die an riesenhafte Tausendfüßler erinnerten, erlitt der Eigentümer des Hortense-Weingut schwere Verletzungen. Da die Bedrohung noch nicht gebannt ist, bleibt das Hortense-Weingut bis auf weiteres geschlossen. Wir bitten vielmals um euer Verständnis. Da haben wir es. So, dann gehen wir doch erstmal in die Kneipe, würde ich sagen, wenn wir denn den Eingang finden. Hier vorne, ein schöner roter Vogel. Zum scharlachroten Kardinal. Also das Thema Rot zieht sich hier durch diese Kneipen. Bisschen größer hier das Ganze. Welcome to my humble establishment. What land do you hail from? Been on the road so long, don't know how to answer that. Let's just say I'm from the north. Ah, is it true what they say about the war, death, destruction all about? Exaggerated. Not by much, though. Oh, forgive my asking about thy family in Eden, see? So I'm curious. But please, do tell me what I can do for you. Familie in Eden, huh? You mentioned you have a family in Eden. Where about, if you don't mind my asking? In Vengeberg. You've been there, perhaps? Yeah, number of times. It's the hometown of my... of someone very dear to me. At any rate, pretty town, Vengeberg. Also didn't suffer too much during the invasion, from what I know. Phew. That is a relief to hear.
A weight off my shoulders, I tell you. Tja, was hat die Gute denn hier? Ich meine, wir wissen ja alle, wie das hier endet, ne? Wir werden Gwent spielen. Ah, was ist denn das hier? Hühnerleberparty. Nam, 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 nam. So, dann zocken wir mal eine Runde. Wir brauchen ja noch ein paar Skellige-Karten. Up for a quick match, maybe? Sie sah sehr begeistert aus. Oha. Anführerfähigkeiten aufgehoben. Wir fangen an. Dann zweimal verbrennen. Wir haben zwei Spione. Wir haben eine Heilerin. Wir haben eine Siri. Wir haben leider keine... Doch, wir haben eine Finte. Ich denke, wir können spielen. Ohne hier austauschen zu müssen. So, wir spielen mal zuerst diesen wunderbaren Spion hier. Mhm. Nochmal verbrennen. Ja, meinetwegen. Der Elfenspion, na klar. So, spielen wir gleich raus. Zack. Wovran Borhis. Ah, schön. Freue ich mich aber. Stannis haben wir bekommen. Noch als zusätzlichen Spion. Ja, ich wollte gerade sagen, würde mich ja überraschen, wenn er keine Finte auf der Hand hätte und die nicht spielen würde. Geralt haben wir bekommen und noch ein paar zusätzliche blaue Streifen. Ah, wir haben zwei Finten, er hat zwei Spione. Das trifft sich natürlich gut. Das heißt, wir upgraden jetzt gegenseitig unsere Decks gerade, ne? Ich spreche mal gleich den nächsten Spion, den holen wir uns auch per Finte gleich raus. Der den irgendwie verbrennt oder irgendwas, ne? Wenn er jetzt verbrennen wirken würde, ach nein, da wäre sein Spion im Weg. Stannis, den wir ihm gespielt haben. Ein 7er Spion noch. Ich hoffe, ich ziehe noch eine Finte. Wir gucken mal. Ansonsten beleben wir uns in der nächsten Runde einfach wieder. Das geht ja auch. Was war denn die zweite Karte, die wir gerade bekommen haben? Ach, das Katapult, glaube ich, ne? Na, noch ein Spion. Sehr schön. Das durften dann alle Spione aus unserem Deck gewesen sein. Ja, einen Spion haben wir schon lange nicht mehr bekommen irgendwie, ne? Ich würde ja gerne noch ein, zwei zusätzliche reinnehmen. Aber wir haben leider wirklich keine Finte bekommen hier. So, jetzt ist die Frage, lassen wir ihn sich austoben oder halten wir dagegen? Und wenn ja, womit halten wir dagegen? Ich wäre dafür, wir benutzen diese Katapulte, um dagegen zu halten. Ja, obwohl, mit Verbrennen wäre dann natürlich alles vorbei, ne? Na gut, aber irgendwann müssen wir das ja rauslocken irgendwie. Ich hätte jetzt super gerne so ein Trentenmerd. So, er ist immer noch unter Zugzwang. Leto spielt er. So, und was spielen wir? Spielen wir vielleicht ein paar blaue Streifen oder sowas? Oder heben wir uns die auf? Ja, eigentlich können wir die jetzt ganz gut spielen, denke ich. Aber ordentlich jetzt hier vorgelegt. Wir haben noch viel mehr Karten als ihr. Das ist unser Vorteil im Moment. Er liegt leicht vorne von Punkten und passt. Und passt. Aha. So, wir werden Rittersporn spielen. Oder spielen wir Horn des Kommandanten? Ne, ich glaube Rittersporn, ne? Wir haben keine Nahkampfeinheiten, die wir verbessern können.
Deswegen jetzt Rittersporn zu spielen, ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. So, dann haben wir zwar, sind wir vorzüglich übers Ziel hinausgeschossen, aber ja, kann man halt nichts machen. So, und wir haben 4 Karten Vorsprung. Noch einen Spion, den wir uns wiederbeleben können. Und eine Finte. Sehr hübsch. So, wir sind am Zug. Wir fangen mit dem Spion an, den wir uns wiederbeleben. Ah, ein Horn des Kommandanten haben wir noch bekommen. Ah, und noch ein paar blaue Streifen, wirklich. Da würde es sich ja beinahe lohnen, unsere Heilerin auf die Hand zurückzunehmen. Verbrennen wir ihm den Spion gleich? Ich weiß nicht. Wir lassen ihm den erstmal. Vielleicht legt er ja noch eine 7er Nahkampfkarte oder sowas. Ich meine, wir haben 3 Verbrennkarten, ne? Wir können ihn jetzt so stören eigentlich. Ah, das spielt ein Spion, war klar. Den nehmen wir natürlich zurück auf die Hand. So, da hat er eine 10er gespielt, okay. Wir spielen ihm diesen Spion zurück. Haben noch eine Heilerin bekommen, da sehen wir eine an. Und die zweite Karte, ach, wen Tretenwert haben wir bekommen. Ja, cool. Den könnten wir ja direkt mal spielen eigentlich, oder? Uiuiui. Spielt er noch einen Spion? Ja, er spielt noch einen Spion. Den können wir leider nicht auf die Hand zurücknehmen. Aber wir könnten da vorne ein Horn des Kommandanten draufknallen. Wäre allerdings noch reichlich verfrüht. Achso, wir müssen hier gar nicht so einen Druck machen, sehe ich gerade, ne? Das würde auch reichen, wenn wir zum Beispiel das so machen würden. Um den Druck so ein bisschen auf ihn aufrecht zu erhalten. 10 Punkte reicht leider auch nicht, Junge. Ach, sind sogar 20 geworden. Heuiuiui. Lassen wir ihn mal in dem Glauben, dass er gerade vorne liegt. Punktmäßig. Feuerskorpion. Ja, es sind leider nur 10 Punkte. So, dann spielen wir hier noch eine Siri und dann fangen wir an zu verbrennen. Na, er hat noch 4 Karten. Wir haben noch eine kleine Reserve für die nächste Runde. In Gestalt unserer Heilerin, Yennefer. Aha. So macht er das also. Interessant. Ja, da könnten wir jetzt für den Tretenwert irgendwie wiederbeleben zum Beispiel. Wenn wir da Lust drauf hätten. Wir könnten uns auch einen Spion wiederbeleben. Was haltet ihr davon? So, da hat er da 2 14er. Die brennen wir ihm sowieso weg. Ach, guck mal, einen blauen Streifen haben wir noch bekommen. Oh, und wir bekommen 9er Spion. Das ist natürlich sehr nice. So, er hat jetzt noch 3 Karten wieder. Was mir ja relativ egal ist, erstmal. Dann spielen wir noch unsere zweiten blauen Streifen. Ich denke schon, ne? Die sind vollkommen abgesichert. Durch unseren 9er Spion, durch seine 14er und 10er Einheiten. Und es gibt ihm die Gelegenheit, hier noch ein bisschen zu spielen. Ja, genau so zum Beispiel. So, auf geht's. Jetzt klauen wir ihm hier die Punkte. Ach, Mann. Spielt uns hier aber auch die Spione rein. Das ist unglaublich.
So, und jetzt klauen wir ihm nochmal 30 Punkte und damit müsste er eigentlich vollkommen verloren haben. Also ich wüsste nicht, wie er sich davon nochmal erholen möchte. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Dürfte aber nicht reichen. Ach, verbrennen. Damit, ich wollte gerade sagen, damit tut er uns natürlich doppelt weh, aber sich tut er damit auch richtig weh. So, und er hat noch eine Karte. Wenn es jetzt kein Spion ist, dann ist das Ding für ihn komplett gelaufen. Oder für sie ist er eine Wirtin. Ich sag immer er, ne? Egal wer da spielt, der Gegner halt. So, ja, sehr schön. Haben wir gewonnen. Abgezogen. 2-0. Super easy. Was haben wir bekommen? 50 Kronen erstmal haben wir gewonnen. Und Mäuser. Ah, einen kleinen Druiden haben wir bekommen. Der gilt auch als Pilzeinheit. Also wenn wir dann irgendwann mal Berserker-Einheiten bekommen. Hier gibt es Barden. Wir spielen gerade nichts. Gut, ja. In Ordnung. Das war's dann hier also. Oh, das war's auch mit der Folge. Wir orientieren uns nochmal kurz auf der Weltkarte. Hier sieht super neblig aus, gar nicht so schön sonnig wie im Rest von Toussaint. Vielleicht ist es heute auch nur ein Tag. Oh, hier gibt es einen Händler unten am Rüstungsschmied. Da gehen wir natürlich beim... Ach, da gehen wir heute noch hin, oder? Und dann reiten wir hier weiter. Wir können ja auch mal hier vorbeischauen. Oder... jetzt muss ich nochmal nachgucken. Nebenquests, Weinfäden, Dios in Machina. Nee, das ist weiter südlich. Also können wir hier auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und das ist eine Stufe 39 Quest jetzt. Sollte aber noch machbar sein. Ja, wurde die Queststufe gerade wirklich mitten in der Quest angepasst? Habe ich das richtig gesehen? Ist Norden richtig? Norden ist nicht richtig, ne? Süden müssen wir... Ja, wir müssen nach Süden uns wenden. So. Also einmal nach Süden wenden hier. Und dann haben wir hier einen Händler irgendwo. Ein Reisender. Und das hier links dürfte dann der Händler sein. Genau. Hallo, cheers, how do you do? In need of anything? Naja, was hast du denn? Mind if I glance at your stock? Hasenfälle und so ein Zeug hat er. Was sind das hier? Stahlblech? Einfaches Stahlblech, na gut. Da können wir eben auch ein paar Fälle andrehen, hoffe ich. Haben wir sowas? Was sind das hier? Börse mit Florin? Ah, das war das, was wir bei der Leiche gefunden haben. Wir haben ein einfaches Buch, ein bisschen Asche und so. Oh, wir schleppen so viel unnützes Zeug mit uns rum. Wir haben schon wieder ein bisschen, ne? Wir waren letztens erst bei der Bank, haben Geld gewechselt. Kann bei der Vivaldi-Bank eingetauscht werden. Ich hoffe, wir können es auch bei der Gianfanelli-Bank eintauschen. Na gut, also dieser Händler hat nichts, was uns interessiert. Siehe. So, und dann gehen wir hier noch beim Rüstungsschmied vorbei. Lassen uns einfach nur unser Zeug reparieren. Hey, what's that? Und... Mind showing me your wares? Schau mal, was er hat. Und dann können wir heute ja auch noch eine Runde Gwent spielen. Ist hier irgendwas? Wie viel Geld hatten wir dabei? 1063? Okay, dann lassen wir uns erstmal unser Zeug reparieren. Da hat er ein bisschen mehr Geld. Ja, möchte ich. Oh, für 4. Oh Mann, und für 1. Der wird ja reich an uns. Na also, 101. Hier nochmal 6 fürs Schwert. Und für das nochmal 56. So, dann verkaufen wir immer ein bisschen Zeug, würde ich sagen, ne? Die Wächterrüstung in Toussaint-Farben zum Beispiel.
Es ist alles hier, also er gibt uns nicht sonderlich viel Geld dafür. Eine ganz normale Armbrust. Ach ja, die hatten wir da gefunden in der Ruine. Torlun. Ein Silberschwert, das behalten wir vielleicht mal. Es kommt in unsere Sammlung einmaliger Schwerter, genauso wie Casus Förderis. Boah, das Ding ist aber nicht schlecht. Das ist echt ein gutes Schwert, ne? Also wenn es jetzt ein Hexerschwert wäre. Oh, da ist sein Geld alle. Na gut. Dann nehmen wir ihm noch ein bisschen Geld beim Gwent ab und das war's dann für heute. Eine kurze Partie Gwent spielen wir noch. Gwent, interested in a round or two? So, auf geht's. Eine schnelle Runde, wir fangen an. Was ist denn seine Fähigkeit? Muss ich gleich mal rausfinden. Ich denke, wir können so spielen. Wir haben eine Heilerin, wir haben Finden, wir haben einen Spion leider nur auf der Hand. Aber wir tauschen mal Rittersporn aus. Gegen den Geralt? Nee. Ach, jetzt habe ich noch Horn des Kommandanten dafür bekommen. Schade, ich hatte gehofft, wir kriegen vielleicht noch einen Spion. Ich würde hier super gerne irgendwie, ja. Verdopple Stärke deiner Bella. Ah, okay, er hat den ganz einfachen. Nee, ist nicht gar nicht der ganz einfache, aber schon eine Anfängervariante. So, wir haben keinen weiteren Spion gezogen. Er nimmt den auf die Hand. Ja klar, so geht's auch. Dann bekommen wir nochmal die Chance, einen Spion zu ziehen. Womit fangen wir denn an, Leute? Vielleicht mal im Katapult, hm? So, er spielt den Spion. Perfekt. So, und dann übernehmen wir jetzt die Initiative hier. Mal sehen, wer mehr Finden auf der Hand hat. Er passt. Ja, ist ja gut. Heben wir uns alles für die nächste Runde auf, ne? So, eine Karte Vorsprung haben wir uns rausgegaunert. Leider auch kein Spion. Ach doch, ein Spion. Ach, was erzähle ich denn für einen Quatsch? Mhm, da legt er also gleich richtig los. Mal sehen, ob er noch eine Finte auf der Hand hat. Wir haben auf jeden Fall viermal blaue Streifen auf der Hand. Das ist super nice. Was ist denn auf unserem Friedhof eigentlich drauf? Ach, das Katapult. Na gut. Das bringt uns im Moment nicht viel. Andererseits haben wir natürlich zwei Heilerinnen. Ja, was spielen? Solange er nicht richtig spielt, können wir auch nicht vernünftig spielen. Eine klirrende Kälte spielt er. Da überlege ich ja beinahe, diese Runde einfach zu passen. Aber ich denke, wir werden ihn noch ein bisschen ärgern, ne? Ja, ein kleines bisschen ärgern wir ihn noch. Er soll hier noch ein paar Karten rausspielen. Also wir werden es ihm jetzt einfach so schwer wie möglich machen. Verbrennen. Das hat er also in der nächsten Runde nicht mehr, wenn wir dann zuschlagen mit unserem blauen Streifen.
So, ja, passen, würde ich sagen. Und dann startet er nämlich mit 4 Karten in die nächste Runde. Wo wir halt 7 haben. Verstärkt jetzt seine Belagerungseinheiten. Ich sehe halt keine Belagerungseinheiten bei ihm. Das macht mich gerade so ein bisschen stutzig. Aha, warum seine Belagerungseinheiten? Ich hoffe jetzt einfach, er hat nicht noch ein Verbrennen oder ein Willentreten mehr oder so ein Quatsch auf der Hand. Ja, das wäre mir sehr unlieb. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich nehme das nochmal so, um mich hier vernünftig abzusichern. Wenn ich jetzt gespielt hätte... Ach nein, wäre gar nicht passiert. Ich hatte hier Unsinn. Dann wären die ja nur auf 12 hochgegangen. Nicht auf 16 schon. Ich dachte, ich könnte mein Verbrennen nicht mehr benutzen. Hätte ich aber trotzdem noch gekonnt. So, er spielt jetzt seine letzte Karte. Ja, perfekt. Dann einmal verbrennen, bitte. Noch ein paar blaue Streifen spielen. So, um Willentreten mehr brauchen wir dann gar nicht mehr. Kürzen wir das Ganze ein bisschen ab. So, 100 Kronen haben wir bekommen und... Ein Schildmeid. Ich glaube, die verstärken sich gegenseitig, oder? Rüstungsschmiede. Oh ja, echt. So, das war's also dann für heute tatsächlich, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage, macht's gut und bis dann. Ciao.